Ein Blick auf Siena. Viel los mittlerweile dort. Die Stadt ist aus dem Nichts entstanden, hat mittlerweile viele, viele Bürger, viele Betriebe und in Kürze auch zwei weitere noch dazu. Denn wir haben dort jetzt zwei Webereien errichtet, haben unsere Entwicklungspunkte spendiert, ausgegeben in die Herstellung von Tuch. Diese Ware ist jetzt neu freigeschaltet, dieser Warentyp, und Metallwaren können wir auch in Zukunft jetzt selbst herstellen. Unsere Bienenhaltung, die haben wir verbessert, sodass wir viel mehr Honigproduktion haben. Dafür haben wir unsere Entwicklungspunkte ausgegeben. Was übrigens vielleicht auch die Frage beantwortet, die der eine oder andere von euch auf dem Herzen hat: Warum eigentlich? Warum sollen wir neue Städte gründen, solange die alten noch gar nicht ausgebaut sind? Und das ist auch tatsächlich eine ganz gute Frage. Und als Globalstrategiespieler muss man da auch ein bisschen umdenken, weil normalerweise bei den meisten Globalstrategiespielen, da muss man ja schnellstmöglich expandieren, weil das der einzige Weg dazu ist, schnell zu wachsen. Weil in den Städten, die man baut, die man neu baut, mit seinen Kolonisten, mit seinen Siedlern, weil die quasi als eigenständige Bevölkerungs- und Wohlstandsproduzenten auftreten und dann aus dem Nichts halt immer mehr Wachstum generieren, bei der Anzahl der Bürger, bei dem Wohlstand, der dort entsteht und so weiter. Das ist hier bei Grand Ages Medieval ein bisschen anders, denn das, was uns hier hauptsächlich begrenzt, limitiert bei unserem Fortschritt, das ist das Gold. Das ist der Bestand unserer Schatzkammer und den mehren wir vorrangig aus zwei Quellen. Die wichtigste Quelle ist gerade jetzt hier zu Beginn, ganz klar, die eigene Produktion in den eigenen Betrieben. Und da gilt es einfach, ob wir jetzt einen neuen Betrieb in Pisa gründen oder ob wir extra eine neue Stadt aufmachen und doch da einen neuen Betrieb gründen. Das ändert nichts dran, wie viel Profit dieser Betrieb abwirft. Und deshalb macht es vielleicht mehr Sinn, erstmal keine neuen Siedler zu bauen, der ja 12.000 oder 10.000 Gold kostet, ohne irgendwas zu bringen und der ganz viele Ziegel verschlingt an Baukosten noch extra und Holz und Getreide und Biervorräte, die wir allesamt nicht verkaufen können. Ein Siedler ist eine teure Angelegenheit. Deshalb macht es vielleicht Sinn, erstmal gar nicht weiter zu expandieren und einfach nur hier die Betriebe hochzuziehen. Bis zu einer gewissen Mindestgröße. Wir haben jetzt so viele Warentypen jetzt, dass wir Wohlstand haben in den drei Städten. Wir brauchen nicht zwingend eine vierte Stadt und weitere Warentypen, um hier für Wohlstand zu sorgen und um hier ein stabiles Gleichgewicht zu haben. Andererseits, die zweite Einnahmequelle, das sind halt die Händler. Und die Zahl der Händler, die ist begrenzt durch die Zahl der Städte. Jede neue Stadt schaltet einen weiteren Händler frei. Im Augenblick stehen uns nur drei zur Verfügung und mit Händlern können wir zum Beispiel zwischen den KI-Städten hin und her ziehen. Oder wir brauchen noch eigentlich immer einen Händler als Kurier, um bestimmte dringend benötigte Waren für die, zum Beispiel für das Produzieren eines Siedlers oder das Hochziehen eines Betriebes, Ziegel, Holz, Getreide, was auch immer, hin und her zu schicken, manuell von einer Stadt zur nächsten. Und wir brauchen natürlich die vielen Städte für das Ausdehnen unserer Kulturgrenzen und um damit wieder den Bogen zu schlagen zum Ausgangspunkt für neue Entwicklungspunkte. Die gibt's ja nur nach dem Überschreiten von bestimmten Grenzen beim Gebietsanspruch, den man hat, sprich wie weit die Kulturgrenzen ausgedehnt sind. Das heißt, man muss eine Balance finden, dazwischen die Städte, die man hat, auszubauen und neue Städte zu gründen. Und jetzt habe ich mich halt dazu entschlossen, einen weiteren Siedler zu bauen und dann vier Städte zu haben und dann gucken wir mal weiter. Auf geht's. Das ist der Speer, der in Mailand sich die Wunden leckt. Der hatte ja ein Gefecht. Wir haben noch einen Bautrupp hier stehen in Siena. Der hat hier im Augenblick nichts zu tun. Der hat hier die Straßenverbindung ausgebaut. Wir ziehen los. Den schicke ich erstmal nach Siena rein. Denn zum weiteren Ausbau der Straßen nach Rom, das würde ich ganz gerne machen, brauchen wir auch ein bisschen Ziegel und so weiter. Und ich will ja nicht, das wird dann hier von Siena aus gewonnen, immer von der nächstgelegenen Stadt. Und in Siena brauchen die im Augenblick selber noch die dringend benötigten Baumaterialien. Jetzt haben wir eine Woche weiter und jetzt fehlt in Siena immer noch zwei Bauwaren. Das gibt's da nicht. Der Händler ist in Pisa. So, wieso fehlen denn hier immer noch zwei Ziegel? Hier sind doch 8 Ziegel in der Stadt. 8 Ziegel. Und warum fehlen hier zwei Ziegel, wenn 8 in der Stadt sind? Der Bau. Wir haben eine Woche weiter, die Anzeige wurde aktualisiert. Es ist mir ein Rätsel. Jetzt ist er wieder hier.
Jetzt kann ich ja wieder eine große Menge Ziegel mitnehmen. Es sind keine da, die hat alle der Siedler sich gemobst. Also was macht mich sickig? Keine Ahnung, was das soll. Ich habe echt nicht den geringsten Schimmer, was das hier bedeuten soll. Wie sieht's denn hier oben aus? In Mailand. Gehen wir mal dahin. Sammeln wir da mal eine größere Menge an Ziegeln ein. Da war aber fallen worden, der Angelo Ventura. Hier in Sizilien natürlich. Man soll ja keine Vorurteile pflegen gegenüber Sizilianern und dem organisierten Verbrechen, aber dass der erste Überfall gerade auf Sizilien stattfindet, wen kann das überraschen? Zumindest keinen von uns, der statt Meinungen und Wissen Klischees in seinem Verstand mit sich herumspaziert. So, jetzt sind wir hier in Tarent und können dann halt manuell ein bisschen kaufen, ein bisschen einkaufen. Ja. Ich werde jetzt hier einmal noch manuell. Wir haben ja immer noch ein kleines, tendenziell eher zu wenig Waren als zu viel. Also es lohnt sich durchaus zum Zweierpreis hier einzukaufen. Oh, unsere Beliebtheit. Bei 80%. Wow. Das war heftig. Und rüber geht's nach Rom. Mit Vergnügen. Ah, endlich. In Siena wird endlich gebaut. Beide Webereien werden gebaut. Wie sieht es in Pisa aus mit dem Siedler? Im Gasthof, was fehlt dem Kollegen denn jetzt? 11 Holz, 66 Ziegel. Ja, hier ist jeweils 0. Da schnappen wir uns doch mal den Händler. 1166. Und schauen wir mal, was wir hier mitnehmen können. 11 Holz mitnehmen könnte ich, ja. Ich nehme alles mit. Pardon, wie viele Ziegel waren das? Oh. 66 ist eine Menge. Das ist ein teurer Spaß hier. Aber da wir die Hauptziegelproduzenten sind, wir kaufen quasi bei uns selbst ein. Schon unterwegs. Wann kommt der Händler aus Limoges? Ah, der braucht noch eine Weile. Seht ihr, wie der darüber zieht? So, der ist jetzt in Rom. Ach, mich interessiert der andere mehr. Der ist in Pisa. Lässt jetzt alles hier, was er an Ziegeln und Holz geholt hatte. Das sollte doch bitte schön jetzt auch reichen. Lagert das Getreide ab. Das haben wir ja echt dringend gebraucht. Okay. Schön. Und jetzt schnappe ich mir den Kollegen hier und stelle ihn wieder auf Handelsroute. Pisa, Mailand, Siena ist die Reihenfolge. Das ist okay. Route aktiviert. Und der hier in Rom, den werde ich jetzt manuell auch, da mache ich jetzt auch, was haben wir hier für, haben wir hier eine Route eigentlich eingestellt? Ja. Die lösche ich ihm weg und mache stattdessen eine Route von Rom nach Pisa.
und nach Tarent. Routeneinstellung. Rom wird priorisiert. Und los geht die Tour. Ist eine Weile unterwegs. Jetzt schnapp ich mir den Bauarbeiter. Der in Siena darauf wartet, dass er die Straße nach Rom ausbauen kann. 3000, 8 Ziegel, das ist okay. Hände aus den Taschen. Entwicklungspunkt haben wir noch einen, den behalten wir in Reserve fürs Militär und für den Axtkämpfer. Imperium, Gebietsansprüche unverändert. Was ist denn hier los? Der hat die Route aktiviert. Warum werden mir immer noch zwei freie Händler angezeigt? Ich denke, das sind Anzeigefehler. Die habe ich ja mittlerweile auf automatisch gestellt. Die werden aber hier noch angezeigt als freie Händler, sind aber nicht mehr anklickbar. Ein kleiner Bug, den ich entdeckt habe. So, jetzt sind beide unterwegs. Und hier zieht jetzt auch der Kollege aus Limoges, der andere Händler, zieht jetzt darüber. Und ist angekommen. In Mailand. Jede Menge Holz, jede Menge Ziegel. Er hat wirklich eine... Ja. Was bauen wir jetzt als nächstes? In Pisa ist der Siedler unterwegs. Der ist fast fertig. Das heißt, wir können den Händler hier in Kürze auch einsetzen, um die Waren, so eine Art Startguthaben an Waren, Warenbestand dorthin zu bringen. Jetzt nehme ich mir erstmal den Speer und ziehe mit dem aus der Stadt raus. Hier soll man beobachten, hier wollten wir ja die Stadt gründen. Hier soll man beobachten, ob da wirklich keine Banditen sind, weil ich habe keinen Bock, dass der überfallen wird. Und genau, so machen wir das. Was ich auch gerne machen würde, hier nochmal einen Holzfäller, nochmal einen Ziegelproduzenten einzustellen, weil wir haben zwar hier einen riesen, uns wird zwar angezeigt, wir würden das hier im Übermaß produzieren, aber das ist nicht ganz mein Eindruck. Ich habe einen anderen Eindruck. Wir brauchen ständig Holz und Ziegel, wo wir ein Problem haben. Da werde ich ja doch nochmal jeweils eins bauen. Hier die beiden, genau. Und hier, Siena, 6 Ziegel fehlen. Wieso fehlen hier 6 Ziegel? Hier wird doch gebaut. Verstehe ich nicht. Das wird doch am Anfang, werden doch die Bauwaren eingesammelt. Und werden erst dann, wird der Bau freigegeben oder in Gang gesetzt, wenn alle Bauwaren da sind. Das ist im Moment ein Rätsel. Guck mal lieber in die alle Städte-Anzeige, wo wir eventuell auch noch was bauen könnten. Aber warten wir erstmal ab. Ein Schritt nach dem anderen. Jetzt ist der Siedler gleich fertig. Der freie Händler ist hier. Hier läuft der Bau, die hatten also genug Vorkommen hier. Das heißt, ich kann hier durchaus was verkaufen. Zu sehr guten Preisen, echt. Und was für Preise, wow. Oh, Getreide müssen wir dringend einkaufen. Übermaß an Überproduktion hier.
Honig. Oh, müssen wir alles mitnehmen. Jetzt sind wir mit dem Karren wieder auf 300. Gut, dass wir das wissen. Dann werden wir jetzt nämlich... uns den vierten Karren holen. Hier ist ein freier Karren in Pisa. Den holen wir uns. Karren organisieren. Dazu geholt. Das lohnt sich doch. Können wir ruhig noch zu dem Preis hier was verkaufen. Wir haben ja genug davon. Und das ist auch immer noch besser als der Verkaufspreis bei zwei Fässern. Ist immer noch besser als der Produktionspreis, der Herstellungspreis. Ja. Sehr schön. Da ist der Siedler fertig. Den schicken wir jetzt hier hin. Also los! Und den manuellen Händler hier, den lasse ich mal in Pisa stehen. Ja, der kann zumindest Getreide ja manchmal verkaufen. Davon haben wir ja so viel. Oh, was war denn das? Ach, das war der Siedler. Moment mal. Das klingt gut. So. Das ist jetzt der... Na, das gibt's doch nicht. Was ist denn jetzt los? Der Händler? Klicke auf... Jetzt haben wir ihn. Klicken auf Pisa. Und, von dem, was ja produziert wird, kann ich ja schon einiges mitnehmen. Das wird jetzt hier nach Siena gebracht. Und nochmal sicherheitshalber, das ist der Siedler, da geht er hin. Wir wandern los. Zieht er rüber. Rot wird angezeigt, wo wir nicht bauen können. Willst du dicht an der eigenen Stadt. So, und hier in Siena. Getreide verkaufen, Fisch verkaufen, Salz verkaufen, Felle mitnehmen. Obst mitnehmen. Wolle mitnehmen. Ziegel da lassen. Rauf nach Pisa. Und dann nehmen wir gleich die Waren für den Siedler mit. Dann nehmen wir uns unseren Späher und gehen noch ein bisschen weiter hier gucken. Ich will echt keine Überraschung erleben. Keine unangenehme Überraschung erleben. Schnappen uns den Siedler. Und suchen uns jetzt einen guten Standort für den. Und das ist ja, zur Erinnerung, einer, wo wir Metalle und Kohle und Keramik bekommen können. Das wäre also hier zum Beispiel. Auf dem Weg. Uns das mal untersuchen? Machen wir. Wir wandern los. Ich gehe ein bisschen langsamer runter mit der Geschwindigkeit. Ihr seht in Echtzeit unten, wie die Warentypen sich verändern. Das ist nicht... Nicht schlecht. So, das sollte okay sein. Hier haben wir Kohle. Hier haben wir Keramik. Wir haben Eisen, Metalle. Aus Metallen und aus Kohle machen wir Metallwaren. Aus Kohle können wir Keramik herstellen, das geht hier vor Ort. Und aus Keramik und Metallwaren machen wir dann später Prunk. Das sind die fünf Warentypen, die ich ja gerne hätte. Wir könnten sogar theoretisch hier noch unsere eigenen Bauwaren herstellen, hätten eine Anbaufläche für eine Wiesenfläche. Das ist doch wunderbar.
und liegt relativ dicht an den anderen Städten, sodass wir den Handel vernünftig betreiben können. Liegt auch in der Nähe der schon existierenden Straße hier, obwohl das ist eigentlich egal. Die ist ja noch nicht ausgebaut und sind dennoch weit genug von Mailand, dass man hier durchaus noch Fläche dazu gewinnt bei der Expansion. Das machen wir. Hier gründen wir unser Städtchen. Das da hört, auf welchen Namen? Montferrat. Könnte man vielleicht auch Avignon nennen, oder? Na, Avignon ist, glaube ich, hier oben. Würde aber auch ganz gut passen. Ich lasse sie erstmal. Ich kann sie immer noch umbenennen. Ein schönes Land. Zack. Und die Straße. Der Verlauf der Straße wurde automatisch geändert. Jetzt verläuft die Straße hier zwischen Montferrat und Mailand hin und her. Als nächstes schnappe ich mir... Ach, wo ist der Bautrupp? Ich wollte ihn schon die Straße ausbauen lassen. Der baut hier die Straße aus Richtung Rom. Ja, dann kann ich den nachher rüberschicken. Aber das ist doch hier ein echt hübscher Anblick hier. Montferrat. Oh, wie süß und klein. Da schuften die Leute auf diesem Hügelchen. Links ist die obligatorische Pferdestation, da drüber auch. Da können wir frische Reittiere bekommen für die Reisenden. Da soll mal ein prosperierendes Minenstädtchen entstehen. Eine Industriestadt. Unsere erste hier bei Grand Ages Medieval.